Du fährst um Regenfänger, möchtest du übersetzen? Regenfängerinnen reisen. Bist du nicht das zum Weinhafen? Ja, ich bin hier. Okay, dann wollen wir mal. Dokubo. Ist hier irgendwo noch ein Ätherit? Ja, da oben. Beim Weinhafen. Da geht's irgendwie nicht dahin, wo ich hin will. Wo komme ich denn hin, da wo ich hin will? Ich rede mal mit der Wache. Tut mir leid, aber zum Bootshaus hast du keinen Zutritt. Tut mir leid. Okay. Ich gehe dann einfach mal diesen Weg. Was ist denn da so um mich rum? Das ist wahrscheinlich der Balken, ne? Das muss ich mal rauslassen. Sieht man das jetzt die ganze Zeit, also auch die anderen Spieler? Das wäre irgendwie nicht so geil. Wir gehen mal querfeld ein, weil ich keinen Bock habe. Dschungelcurl. Hier sind ein paar von diesen Viechern, von den Dschungelcurl. Okay. Was in die Richtung, okay. Grasraptor. Greift mich nicht an. Ich habe keine Lust auf euch. Da ist ein Dungeon. Der kann aber warten. Ich darf da sowieso, glaube ich, noch gar nicht rein. Ich glaube, da sind wir schon. Ich musste ja mega Umweg gehen, weil die mich nicht durchgelassen hat, oder was? Oder wie ist das hier? Oder ich hätte einfach... Hätte ich einfach... Ja, ich hätte einfach den Weg hier nehmen können. Wap, wap, wap. Das ist, wenn man sich hier nicht auskennt, ne? Das ist, wenn man sich hier nicht auskennt. Dass ich das hier auch gleich nicht einfach schneiden kann, weil ich die ersten 8 Minuten mein Mikrofon gemutet hatte, muss ich hier leider noch ein bisschen was machen. Lass du mich durch? Ja, danke. Hier, lass mich runter. Erstmal harmonisieren. Dann gucke ich mal, was das hier für eine Quest ist. Halun. Halun vom Weinhafen möchte dir verraten, wie ausgraben und entziffern. Verraten, wie du einem Jäger als verlorene Schätze werden kannst. Aller, Jäger aller verlorenen Schätze. Ja, ist das ein Sammlerjob? Wahrscheinlich. Oh, aber Berufe interessieren mich gerade nicht. Also Sammlergedöns. Danke, dass du uns helfen willst. Immer mehr Monster durchbrechen unsere Verteidigung und fallen über die Bewohner des Weinhafens her. Besonders stark werden wir vom Westen aus bedrängt. Dann werden wir wie ein Ende bereiten. Den Westtor übernehme ich. Wissbegieriger Klamm. Die FPT, du besiehst auf dem Weg nordöstlich von hier Stellung und vernichtest alle Monster, die dir vor die Axt laufen. Weil du dort Ruhe gesorgt hast, kehrst du hier zum Osttor zurück und mit mir, mit dem Wachthauchmann, die weitere Verteidigung zu planen. In Ordnung, na dann mal los. Wo muss ich genau hin? Da hinten hin. Ich muss in die Richtung. Los, auf geht's. Oh, wie sieht's hier denn aus? Kein Grasraptor für mich. Hier Zielort.
Muss vom Schokobo steigen für den Zielort. Und wahrscheinlich näher dran. Ausschau halten! Okay, hallo! Die vier. Und weiter. Ich glaube, der Grasraptor, den ich hier gerade besiege, war der, der hier vorher rumgelungert ist und nicht geht immer auf Heilen. Und der nicht vorher hier war. Wir hatten aber ganz schön was aus, beziehungsweise dieser rastlose Plünderer. Der hat ganz gut was aus. Der Heinz, der kriegt ganz schön aufs Maul, ne? Noch mehr. Dann wollen wir mal. Mittlerweile ist das auch eine Herausforderung, also was heißt mittlerweile, aber das hier ist eine Herausforderung im Gegensatz zu den ganzen Level 20 Gedöns, den ich mache wegen der Hauptquest, wo ich da so ein bisschen hinterher am Hinken bin, leider Gottes, ja, ist leider ein bisschen doof, das mit dem Hinterherhinken, aber da machst du erstmal nichts. Da machst du einfach normal weiter und versuchst so wenig anderen Krempel zu machen wie möglich. Ich meine, ich mache gerade hier anderen Krempel, aber der ist wichtig, der andere Krempel. Gut, dass du kommst. Aus dem Lager sind Schreie zu hören. Wahrscheinlich haben Monster unsere Verteidigung durchbrochen. Schnell, lass uns nachsehen. Nicht, dass der Klamm aggressiv geworden ist. Nee, Monster. Das ist aber nicht unser Freund. Doch, das ist unser Freund. Das ist der wissbegierige Klamm. Das sind Kinder. Okay, das ist ein Lotterfeld. Du Unhold, verschwinde und lass uns in Ruhe. Unhold, du schimpfst mich einen Unhold? Und mir bloß nicht so nah. Bitte, ich hab Erbarmen. Wieso? Wir sind doch Kumpels. Unsere Aufgabe hier ist erfüllt. Ich gerne zum Wasserfall zurückkommen, nach, wenn dir danach ist. Aber lass dir ruhig Zeit. Ich muss erst einmal in Ruhe nachdenken. Was ist denn hier los?
Okay, Krieger sein ist anscheinend nicht so geil. Wieso habe ich die Klasse gewählt? Wachhauptmann. Hat er die Leute angegriffen oder was ist da los? Also nur ein bisschen Klamm gefahren. So furchterregend habe ich ihn doch noch nie erlebt. Obwohl ich oft an seiner Seite gekämpft habe. Ich weiß, dass er ein ehrenwerter Rugadün ist, in dem es Unschuldigen etwas Leide tun würde. Ich werde die Leute hier beruhigen und den Irrtum aufklären. Bitte geh zu dem verborgenen Wasserfall und sieh nach, wie es wissbegieriger Klamm geht. Hoffentlich ist ihm der Vorfall nicht zu nahe gegangen. Auf den Chocobo. Los, Heinz Peter. Oder nur Heinz. Weil ich dich leider nicht Peter nennen konnte. Heinz Peter. Lal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 
eine freie Gesellschaft von Unicorn annehmen. Hier ist ein Unicorn. Ich dachte erst, das wäre die hier, aber ist ja anscheinend nicht. Details. Danger Bongos. Unicorn. Freie Gesellschaft beitreten. Wenn du Mitglied einer freien Gesellschaft werden möchtest, kannst du auf ihre Profilseite einen Betrittsgesuch erstellen. Dort siehst du auch, welche Rollen die Gesellschaft sucht, was ihre Hauptaktivitäten sind und zu welchen Aktivitäten sie aktiv ist. Welche Gesellschaft du einen Gesuch geschickt hast, kannst du im Hauptmenü über freie Gesellschaft nachprüfen und dort kannst du deinen Gesuch auch zurückziehen, sobald dich die freie Gesellschaft aufgenommen hat, bist du ein offizielles Mitglied. Aktivitäten, Rollenspiel, Stufenaufstieg, Gelegenheitsspiele, Hardcore, Dungeons, Geheiße, Prüfungen, Raids, PvP. Auf Stammwelt Online 9 von 224 Mitglieder. Also es sind gerade, also sie haben 224 Mitglieder. Am 7.7.2022 gegründet worden. Ey, weißt du was? Nein, danke. Na, also in der freien Gesellschaft von Unicorn ablehnen, dadurch verschwindet die Anfrage und du kannst nicht mehr beantworten. Nein. Ich weiß zwar nicht, wer Unicorn ist, aber nein, danke. In Höhenbrück, Tanalan, Kölnknochenbleich, gehen wir da hin. Hör jetzt gleich auch auf, weil ich will futtern. Ich habe vergessen, in der Pause zwischen den Aufnahmen zu futtern. Und das muss ich ja nachholen. Was ist denn hier los? Wieso sind hier so viele Leute? Das war letztes Mal doch nicht so. Hier hätte einfach ein Shiba Inu als Reittier. Ich will auch ein Shiba Inu als Reittier, aber sieht bestimmt scheiße doof aus, wenn nur ein Rotka auf dem Shiba Inu herumreitet. Ich mag Shiba Inus. Ich hatte mal einen, ich muss den leider abgeben, weil Probleme. Sowohl Probleme, die ich hatte, als auch der Shiba Inu. Also es gab Probleme mit dem Shiba Inu und ich hatte eigene Probleme und deswegen konnte ich ihn leider nicht behalten. Er hieß Farin. So wie Farin Urlaub. Es tut mir echt immer noch ein bisschen weh, dass ich ihn leider abgeben musste. Es war jetzt 5 Jahre her, dass ich ihn abgegeben habe, aber trotzdem, das schmerzt immer noch in der Seele. Ah, willkommen im Hohenbrück. Womit kann ich dienen? Bist du auf Urlaub hier, werte Abenteurer? Dann könnte ich dir ein Zimmer in der Herberge meines Cousins. Was sagst du? Du bist auf der Suche nach einem maskierten Mann in einer schwarzen Robe. Ja, daher hat neulich einen Rundflug über den Finsterwald gebucht. Ob ich ihm gleich gesagt habe, dass es da draußen außer Baumwipfeln nichts zu sehen gibt. Trotzdem kam dieser dreiste Kerl danach zu uns und baselte etwas von nicht eingehaltenen Leistungsversprechen und verminderten Urlaubsvergnügen. Den habe ich natürlich im hohen Bogen vor die Tür setzen lassen. Obwohl, der trug gar keine schwarze Robe, der war eher dunkelviolett. Entschuldige, so. Sollte ich etwas über deinen Mann in Erfahrung bringen, hörst du erst sofort. Und jetzt bist du nicht doch vielleicht ein Zimmer in der Herberge? Nicht? Na gut. Okay. Ach, ich habe meinen Curl anvisiert. Statt eine wichtige Neuigkeit für dich zu haben, lachsroter, rosa Farbstoff. Es ist wirklich zu verzweifeln. Diese uneinsichtigen Amaljar vertreiben uns mit ihren Geschwaffen von Herren des Infernos und ihrem gruseligen Zähnefletschen. Die ganzen Pilgerreisenden dabei könnten wir so tolle Erlebnistouren anbieten, wenn sich diese Wilde nur etwas kooperativer zeigten und zum Beispiel Kriegstänze für Touristen in ihrem Feldlager ausführten. Doch aus der Traum von den vielen Gilden, meine Bilanzen schreibe ich schon seit Wochen nur in roter Tinte. Was ich damals hörte, der Orden Naltals würde die Erforschung der hiesigen Ruinen finanziell unterstützen, hatte ich auf die Pilgerströme ohne Unterlass gehofft. Der Schritt zum eroseischen Kulturerbe schien mir nur eine... Ah, hier sehe ich das Wetter übrigens. Nur eine Frage der Zeit. Schon bald hätte ich die Schlange interessierter Schaulustiger von hier bis zum Kohlenstaubbahnhof gezogen. Aber naja, was sagt man so schön? Auf den falschen Schokowurke gesetzt, was?
Du aber siehst aus, als könntest du wirklich mal etwas Entspannung von den zahlreichen fatalen Ereignissen gebrauchen, die ein als Abenteuer her sicher in Sekundentakt wieder fahren. Haha, Anspielung. Wie wäre es also mit unserem aktiv ausprobierten Wurzel aus dem heißen Sand, der sich besonders bei Gildanias Druiden größer Beliebtheit freut. Du sagst bereits, dass du wegen diesem maskierten Mannes. Na gut, dann eben nicht, aber ich kann dir in dieser Sache leider nicht weiterhelfen. Hör dich am besten mal selbst bei den anderen Händlern um. Die bekommen am ehesten mit, wer im Hohenbrück so ein- und ausgeht. Mit Leuten reden. Ich schick dich mal fort. Brauch dich gerade nicht. Und du blockierst nur die Sicht, sag ich mal. Ein Mann mit einer roten Maske suchst du? Klar, den kenne ich. Der Nichte der Schwägerin meiner Schwester, also eigentlich meine Nichte, hat neulich einen äußerst verdächtigen Mann gesehen, der die Kapuze seiner schwarzen Robe tief ins Gesicht gezogen hatte. Der soll nur versuchen, hier krumme Dinger zu drehen, dann kriegt er es mit mir zu tun. Okay. Ich gehe nochmal zurück, weil hier noch irgendwer mit mir reden will. Ja, da unten. Gesprächiger Händler. Verdächtiger Kerl in der schwarzen Kutte. Ja, drüben reden die Leute hier viel in letzter Zeit auch in anderen Orten Tanadans. Aber so richtig weiß keiner was über den, fürchte ich. Dafür, dass er so auffällig gekleidet ist, schafft er anscheinend ausgezeichnet unauffällig zu bleiben. Schon ein echtes Kunststück, wenn du mich fragst. Ja, voll auffällig in einer schwarzen Klamotten. Nein, alle anderen laufen in bunten Kleidungsstücken rum. Da ist das schon auffällig, wenn einer in schwarz rumläuft. Was du kannst, kann ich auch. Aber wieso laufen die so schnell? Kann ich mein Schokobo sagen, der soll schneller laufen? Mitschreiter, Kommandos, Wortschicken, Rufen, auf, absteigen, mitkommen, freie Grundstücke, aussehen. Wieso können andere Schokobo schneller laufen als meiner? Reitend, wartet, herbeigerufen. Keine Ahnung, warum andere schneller sind mit ihren Chocobos. Tagträumender Händler. Ein zwielichtiger Typ mit schwarzer roter Maske und einer übergroßen Kapuze sucht nach einer ziemlichen Attraktion. Wenn du den gefunden hast, musst du ihn unbedingt mir vorstellen. Vielleicht kann ich ihn als Maskottchen für meinen Laden anstellen, wegen der andauernden Kikirin-Überfälle herrscht in letzter Zeit, nämlich Kundenflaute. Da kann mir so ein Publikum sagen, nicht gerade recht. Okay, das war's dann. Chocobo. Und weg wieder. Bin ich hier richtig? Also ja, hier ist hier Jibaru. Verstehe, die anderen Händler wussten also auch nichts Brauchbares zu berichten. Hm? Ich muss ihnen nachsehen, wir haben hier momentan wirklich genug mit anderen Dingen zu tun. Die ständigen Überfälle der Kirin haben sich nachteilig auf die Geschäfte ausgewirkt und jetzt machen wir auch noch Gerüchte, die Runde, die Ratenwesen werden die Bewohner dieser Region entführen. Da fällt ein Mann mit schwarzer Robe nicht weiter ins Gewicht. Doch sollte ich ihn irgendwo sehen, erfährst du selbst in das SRM und der besagte Ausbruch, du, ja, ist ja schon gut. Der Händler Hiyabaru will einen bombensicheren Hinweis auf den maskierten Mann haben. Kommt wie gerufen, Abenteurer, ich hätte da einen Hinweis für dich, der uns auf die Spur deines maskierten Freundes führen könnte. Ist er bombensicher ehrlich. Ich habe den Kerl nämlich mit eigenen Augen gesehen. Er hat auf einem Hügel in der Nähe von Tals Rast ein Signalfeuer entzündet. Ich vermute mal, um dem wilden Stamm irgendwelche Anweisungen zu geben. Um es genau ging, konnte ich leider nicht entschlüsseln. Dafür habe ich aber eine grandiose Idee. Warum nimmst du nicht einfach diesen Beutel Qualmkohle hier und entzündest damit das Feuer? Wenn du Glück hast, kannst du so den oder die Komplizen des Mannes hervorlocken und die Hinweise zu ihren Auftraggeber aus ihnen herausquetschen. Ist das ein Plan oder was? Der auf den guten Hiyabaru war noch immer Verlass. Ich sag dir was, wenn du diesen Fall gelöst hast, solltest du erstmal etwas Ruhe gönnen. Wo ginge das besser hier als bei uns in den schönen Höhenbrück? Ohrenbrück. Ist das weit weg? Ja, das geht ein ganz weites Stückchen da hin. Da hole ich doch mein Chocobo. Den Heinz, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich ihn schneller machen kann. Reittierverzeichnis. Fortbewegung laufend. Ich habe keine Ahnung.
wie ich ihn schneller machen kann. Ein Brummkäfer. Interessant. Nicht. Aber ich bin schon in Level 25er Gebieten. Hey, mit Level 41. Ich muss dich besiegen für mein Bestiarium. Hier ist jetzt der Tomahawk. Nein, das ist nicht der Tomahawk. Das ist was komplett anderes. Das ist der Tomahawk. Da habe ich so einen Brummkäfer an der Backe. Ich mache mal die 5. Dann die 6. Muss ich noch weiterhin besiegen. Deswegen hier hauen wir mal drauf. Ich mache den Tomahawk mal hier hin, damit ich weiß, dass das der Tomahawk ist. Okay, ich glaube, ich brauche noch mehr von den Viechern. Ein Gatling, der ist Level 50, da gehe ich mal lieber weiter. Wo sind diese Viecher? Da ist noch so einer. Weg. Der nächste kommt dann und kriegt eine Tomahawk ins Gesicht. So, harte Tier heute. Habe ich bekommen. Da ist das Zielort. Hier, beim Kohle. Bösfeindliche Präsenz. Leichenbrigadenfußsoldat. Was für ein Typ? Kommt da noch wer? Ja, Herr Barodin. Talisman zeigen. Ich habe meinen getreuen Chocobo gar nicht beim Kampf gehabt. Ja, vielleicht sollte ich den dann doch wieder rufen. Wo ich den dann dauernd vergesse. So, da war auch kein. Da war kein. Dingens, ne? Jetzt, ich heiße Etherit. Ah, ich muss die Flausch besiegen. Runter hier. Ich hole mal so mein Gieserkraut raus. Oder Gieserblatt. Jetzt nimmt er mir die Flausche weg. Da ist noch einer. Tomahawk. War das genug? Genug. Okay, dann wollen wir auch mal auf meinen Chocobo reiten. Der gute Heinz. Ich wollte aufhören, ich wollte doch Essen machen. Ich wollte doch was essen. Aber manchmal komme ich einfach nicht weg vom Spiel. Aber ich habe wirklich Hunger, deswegen... Wann habe ich das letzte Mal gegessen? Keine Ahnung. Ah, da bist du ja wieder. Wie ist der Plan gelaufen? Könntest du etwas über die Maskierten herausfinden? Hier, da, ein Talisman.
Schriftrolle. Das ist der 12. Sohn des Talisman von Halgar, den Zerstörer. Halgar, der Zerstörer, ist die Schutzgöttin von Alamigo. Ja, die Galea hat er den Migiten nicht wirklich vom Hals halten können, was? Na, wie auch immer, solche Talismane tragen eigentlich nur patriotische Migiten mit sich herum. Was bedeuten würde, dass die Maskete nicht nur mit dem wilden Stern, sondern auch mit Flüchtlingen aus Alamigo im Bunde steht. Sieh dich besser vor, Abenteuer. Der Feind scheint ein weites Netz gesponnen zu haben. Ich sag's ja, du solltest dich lieber hier in Höhung zur Ruhe setzen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Hierbei muss ich einen Vorschlag unterbreiten. Abendroter Warpstoff, okay. Er lässt mir einfach keine Ruhe, dass mir Higiten mit diesem Maskierten unter einer Decke stecken, sondern Abenteurer. Ich habe seit jenem Vorfall kein Auge mehr zugetan, das kannst du mir glauben. Wenn du deine Suche trotz der Rückschläge fortsetzen möchtest, solltest du vielleicht einmal Klein Alamigo vorbeischauen, mir Migiten auf einen Haufen findest du nirgends in Tanalan. Ich denke allerdings, dass dies nicht nur Zufluchtsort für all jene ist, die sich in Ulda nicht eingliedern wollten oder konnten. Dort herrscht ein Umgangston, der so rau ist wie die Wüste, in der wir leben. Die Flüchtlinge in Klein Alamigo sind verschlossen und empfangen Fremde nicht gerade mit offenen Armen. Das hält man sich. Selbst ein erfahrener Abenteurer wie du sollst da nicht einfach so rein. Mach los, rein spazieren. Wende dich am besten direkt nach der Ankunft an ein Mädchen namens Ihira. Sie ist meine Tochter und vor einiger Zeit zum Hohenbrück ins südliche Talalan nun ja übergesiedelt. Sie ist in ein eigensinniges, aber herzensgutes Kind und wird dir sicher helfen und richtet ihr doch bitte aus, dass ihr Vater sich Sorgen um sie macht, ja? Ich will mir natürlich, du bleibst hier und lässt dir deine Abenteuer gehen in die Hohenbrück lassen. Aber unsere Begegnung hat mir vor Augen geführt, dass ich die Attraktivität meines Angebots wohl noch etwas aufbessern muss. Und sollte dir irgendwann mal der Sinn nach Wurzel sammeln stehen, weißt du ja, wo du mich findest, Hüstel. Viel Glück jedenfalls auf deinen weiteren Wegen, Abenteurer. Okay. Wo ist das denn genau? Südliches Tanalan. Geschlossene Gesellschaft. Südliches Tanalan. Benachbartes Areal. Das ist das südliche Tanalan. Da ist die eine Quest, die ich abgeben muss. Klein Almigo oder Klein Migo war ich schon mal anscheinend. Deswegen. Ah ja, das war diese komische Räuberhöhle, sag ich mal. Dann gehen wir da mal kurz hin. Ich gehe vom Chukwu runter. Und such meinen Weg hier durch den Quatsch, der sich Blatt nennt. Okay, hier ist Hihira. Hallo. Hihira, das bin ich. Mein Vater schickt dich, sagst du. Ich hoffe, er hat nicht versucht, dir halb Hohenbrück aufzuschwätzen, Kicher. Du suchst einen maskierten Mann in schwarzer Robe? Nein, ich fürchte, da kann ich dir auch nicht helfen. Aber der alte Gundobald vielleicht, der kümmert sich um die Belange der Siedlung und weiß eigentlich immer, was Klein Alamigo gerade vor sich geht. Gundobald, hier, du. Ich wollte doch aufhören. Was willst du hier, Abenteuer? Wir haben nicht viel für Fremde übrig und das aus gutem Grund. Du brauchst einen Maskierten, das ist schön für dich, aber was hat das mit mir zu tun? Der Ort ist ein Refugium für den kläglichen Rest unseres stolzen Volkes, für all jene, die Klauen des Galerisch-Kaiserreiches entkommen konnten. Unsere Heimat Almigo haben wir verloren und doch hier wollen wir einen Neuanfang wagen. Selbst herrliche Abenteurer, die ihre Sache für den Heiligen in aller Zwecke halten und ihre Nase in Angelegenheiten stecken, die sie nicht angehen, der ist bestimmt steckt damit drin. Angehen können wir hier nicht gebrochen, setze deine Suche woanders fort, wenn du noch etwas Anstand besitzt. Okay. Dann nicht. Wo muss ich denn jetzt zur Hauptquest hin? Okay, dann frage ich einfach den Legionshauptmann, der hier stationiert ist. Das wird der Legionshauptmann Gilbert hat von deiner Suche nach dem Masketen gehört. Ich kann das, dann muss ich die Silberstücke wieder nehmen. Und würde dich gerne um etwas bitten. Grüß Abenteuer, mein Name ist
Iselbert. Mir obliegt der Schutz dieser kleinen Siedlung, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Verstehe, du suchst einen verdächtigen maskierten Mann in einer schwarzen Robe. Nun, ich kann dir jetzt schon sagen, dass du dir an den Bewohnern in kleinen Alamigo mit Sicherheit die Zähne ausbeißen wirst. Die mögen es nicht, wenn man sich in ihre Angelegenheiten mischt und bleiben für gewöhnlich unter sich. Wenn wir von der Legion uns nicht um die Verteilung der Essensration kümmern würden, hätten sie uns vermutlich in der besten Mystennacht in meinen Leichen da draußen zum Fraß vorgeworfen. Hier wirst du also wahrscheinlich nicht fündig werden, mein Freund. Es könnte allerdings sein, dass jemand meiner Männer da draußen deinen maskierten Freund gesehen hat. Die Wache in der Nähe des Amal-Jars-Lagers südlich von hier warten sowieso gerade auf die Ration. Bringe ihnen diese Schalentanne dann schwarz hier vorbei. Vielleicht erzählen sie dir zum Dank her etwas. Das ist da unten. Warte, wo ist der Hauptausgang? Da ist er. Hier. Chocobo. Geh nur Mordsdurst. Okay. Finde ich lustig. Und ich frage mich ja, ob das im Englischen genauso heißt. Dieser Ort. Oder ob der nur im Deutschen so heißt. Okay, dann steige ich mal ab. Ich hätte gerne eine neue Rüstung. Habe ich denn irgendwas Besseres als den Quatsch, den ich gerade trage? Nein, habe ich nicht. Dann zoome ich mal rein und sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.